BMW bringt den X7 mit zur IAA nach Frankfurt. Allerdings wird nicht die Serienversion des ersten 7-Sitzer-SUV von BMW zu sehen sein, sondern eine seriennahe Version. Mit dem X7 wollen die Münchner ab 2017 ins Segment der Luxus-SUV vorstoßen. Herausstechend sind die riesigen BMW-Nieren und die luftig hohen Seitenfenster. Die Technik wie auch die Plattform übernimmt man nicht vom X5, sondern vom Luxus-Flaggschiff 7er. Dazu gehören natürlich auch die Motoren und Antriebe. Neben den bekannten 6- und 8-Zylindern dürfte im X7 auch das angepasste Hybridsystem aus dem X5 xDrive 40e zum Angebot gehören. Der Einstiegspreis wird wohl bei 100.000 Euro liegen. Damit wäre der X7 noch einmal deutlich über dem Mercedes GLS positioniert.